uns im Nebel die See. Wir tauchen ein in die Stille. Ja, hallöchen, liebe Freunde. Hier ist live von der schönsten Insel der Welt euer Lieblingskanal Peru Place. Ich bin der Peru, live aus Zypern. Leute, Spaß zur Seite. Wir sind wieder zurück im Farming Simulator, im Landwirtschaftssimulator 22. Ist verdammt lang her, seit wir das gespielt haben. Und ich habe jetzt so langsam mal wieder Lust, auch vor allen Dingen mal was Neues zu probieren. Das heißt, wir starten einen neuen Hof. Ich habe mir so Gedanken gemacht, was machen wir eigentlich? Ich bin jetzt nicht so der Feldbauer, sage ich mal. Der Plan ist, dass wir so uns erstmal gleich zum Anfang eine Basis schaffen mit Generatoren bzw. Objekten, die uns ein Einkommen generieren, wo wir also so wenig Arbeitsaufwand wie möglich selber haben und sonst eben halt so, ja, als Dienstleister vielleicht ein bisschen unterwegs sind auf den Feldern. Ja, das ist immer so der Anfangsplan, ne? Also, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, wir starten da mal rein. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like, Follow oder Abo da, Glocke läuten, das ganze Programm, ne? Dankeschön dafür. So, ich würde mir gerne eine deutsche Karte hier oder europäische Karte für nehmen. Erlengrad habe ich mir gezogen, Ostseeküste, Lorsen, Offlum, Erlenberg. Erlenberg, finde ich, sieht sehr sympathisch aus. Schauen wir mal. Ich hoffe, das geht gut. Ich kenne die Karte null, aber ich fand sie sympathisch, als ich sie im Mod-Shop gefunden habe. Jetzt bin ich sehr gespannt. Alter, jetzt. Wie lange ist es her, seit wir das gespielt haben? 2 Jahre mehr? Keine Ahnung. So, das Kerlchen kennen wir. Das bleibt auch so. Und jetzt schauen wir uns erstmal hier um, wo wir hier gelandet sind. Das hier wäre ja schon so eine Ecke, die täte mir gefallen. Haben wir hier schon Fahrzeuge? Echt jetzt? Moment. Jetzt muss ich nur mal sehen, wo ich bin hier. Überhaupt gar kein Plan. Wo zur Hölle sind wir? Da. Okay. Hier haben wir zwar verschiedene Fahrzeuge, aber die sind ja nicht unser. Ha. Eben. Gehört mir. Doch. Der Schäfer gehört mir. Der Fendt gehört mir. Ja, das ist natürlich, sage ich mal, ein guter Einstieg, ne? Was haben wir hier noch? Das wusste ich jetzt nicht, dass wir hier schon Geräte auch tatsächlich bereit haben. Gehört mir. Ja. Haben wir schon mal den ein oder anderen Euro gespart, ne? Finde ich gut. Auch wenn wir davon nicht alles hier und jetzt brauchen werden. Was man hat, das hat man, sage ich immer, ne? Na gut, und schauen wir mal, ist das dann auch schon unser Land? Lass uns mal gucken. Ja, eben nicht. Eben nicht. So, aber das Land hier ist gar nicht so teuer. Wir haben 1.500.000, 75.336. Kann man machen. So, das ist jetzt unseres. Und was ich richtig geil finde, wir haben hier Wasser. Warum? Ich wollte hier nämlich auch dann natürlich Gewächshäuser bauen. Bevor wir aber all das machen, kommen wir zu den Basics. Wir brauchen natürlich ein nettes kleines Häuschen, um darin zu wohnen. Ich muss mich jetzt ganz kurz wieder mit dem Menü hier ein bisschen anfreunden. Ich war ja immer so ein bisschen mit dem auf dem Kriegsfuß, ne? Das wisst ihr. Ich glaube, daran erinnert ihr euch noch lebhaft. Ich weiß nicht, ob sich das so geändert hat. Aha. So, da ist er ja. Guti. Finde ich sehr gut, finde ich sehr gut. Da wir die ersten Fahrzeuge schon haben, können wir uns gleich mal nach anderen Objekten umschauen, die ich gleich zum Anfang hier bauen möchte. Natürlich erstmal hier Home Sweet Home. Eine nette kleine Unterkunft.
nichts Großes, ne? Wie gesagt, wir machen hier einen einfachen Dienstleistungsbetrieb. Ich werde auch versuchen, weitestgehend hier auf Multiplikatoren zu verzichten, es sei denn, es sind jetzt Generatoren. Aber hier von wegen hier Subventionierung und sowas, das will ich mal versuchen, weitestgehend wegzulassen. Ja, mal sehen, wie weit wir damit kommen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt hier wieder ein bisschen drin bin in der Materie, dass wir das auch mal wieder als Multiplayer spielen. Wenn ihr darauf Lust habt, sagt mir da gerne mal Bescheid. Ich lasse da gerne mit mir reden. So, jetzt habe ich mir nämlich extra so ein paar Specials hier besorgt. Den wollte ich jetzt nicht. Hier, ne? Solche Sachen. Da bin ich aufhört zu haben, ne? Das Wohnmobil. Klein, praktisch. Auch ganz nett. Eine Parkbank. Und das finde ich hier an unserer Geländewahl so geil, ne? Wir haben hier gleich Wasser. Also hier die Ecke, die werde ich mir auf jeden Fall freiräumen. Das wäre, glaube ich, eine richtig geile Ecke für Gewächshäuser. Gewächs. Schöner Versprecher. Gewächshäuser natürlich. Und ja, jetzt schauen wir mal. Was haben wir denn hier noch an Gebäuden? So ein Trailer ist natürlich auch cool, ne? Warte mal. Warte mal, warte mal. Sowas dachte ich mehr. Mobil. Mobilität, heutzutage sehr wichtig. Als moderner Landwirt und Dienstleister, nicht wahr? Das kostet nämlich auch nicht so viel, ne? So, das ist schon mal der erste Schritt. Wie gesagt, das hier sieht richtig gut aus für Gewächshäuser. Das heißt, hier werde ich auch noch mal ein bisschen freiräumen, den ganzen Bums. Aber haben wir jetzt eigentlich noch, warte mal, haben wir ein Feld hier auf unserem Gelände? Also muss ich jetzt nicht zwangsläufig haben, wie gesagt. Weil ich will mich jetzt erstmal auf die anderen Sachen konzentrieren. Hallo? Achso, das war die Helferkarte. Gut, jetzt schauen wir mal nach Land. Uns gehört das hier. Da ist jetzt aber kein aktives Feld, so wie ich das sehe. Da müssen wir uns mal entscheiden, ob wir das später mit dazu holen. Ich sehe hier keine Läden oder irgendwas oder Lieferanten. Das beunruhigt mich jetzt ein bisschen. Ja, ich hoffe mal, ich habe hier mit der Karte die richtige Entscheidung getroffen. Ja gut. Zwei Dinge, die ich bauen wollte, wie gesagt, die Gewächshäuser, aber auch Bienenstöcke. Bienenstöcke. Easy money. Läuft fast von selbst. Die Frage ist nur, wo stellen wir den Bims jetzt hin? Am besten natürlich in der Nähe der Felder, finde ich. Jetzt haben wir hier so einen Fußweg. Finde ich wunderbar. Ja, hier so, die Ecke. So, jetzt schauen wir mal. Produktion, Produktion, Produktion. Noch ein höher. So. Fabriken, Verkaufsstation, Gewächshäuser, Generatoren. Ich weiß jetzt gar nicht, wo in dem Kapitel die drin waren. Da müsste ich jetzt kurz schauen. Gebt mir einen Moment. Ich glaube, hier bin ich falsch, oder? Ja. Unter was haben die nämlich noch die abgelegt, die... Warte mal. Gesteinbrecher. Sind die mit unter Fabriken? Nee, oder? Wo sind die verdammten Bienenstöcke? Das sind Verkaufsstationen. Gut, die Gewächshäuser sind eh klar. Wo sind die? Bin ich hier richtig bei Bauen? Ja, natürlich bin ich da richtig. Produktion. Also im weitesten Sinne ist so eine Bienenplantage, wollte ich schon sagen, Bienenstock ja eine Fabrikation. Ne? Deshalb habe ich jetzt gedacht, ja, dann ist die da bestimmt mit drin, aber...
So, schauen wir mal hier weiter. Das sieht nicht dann aus. Nope, 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 nope. Also eine Menge Möglichkeiten, Kohle zu generieren. Aber keine Ahnung, wo sind die Bienenstöcke hin? Tiere. Sind die ganz normal im... Tatsächlich. Oh Leute, sorry. Es ist zu lange her. Ich habe jetzt eine gute Ausrede. Es ist zu lange her. Da würde ich doch mal sagen, bauen wir hier ein. Und schon sumselt es hier. Wie ich immer sage, mit einem wirst du nicht auskommen. Gleich einen zweiten hinterher hier. Warte mal, ich will den nur ein bisschen nett beidrehen hier. Hallo? Überlappt mit einem anderen Projekt. Okay. Okay. So, da müssen wir natürlich hier auch noch eine Palettenabstellstation hinpacken, dass wir die Bienenprodukte hier abholen können und einlagern können oder verkaufen können, eher gesagt. So, gleich daneben. Reicht da eine? Ja, müssen wir mal probieren. Sollte eigentlich reichen. So, da haben wir doch Nummer Uno schon mal abgecheckt. Fliegt meine Freunde und mehret euch. Jetzt muss ich mir erstmal hier ein bisschen Platz machen. Erstmal das ganze Werkzeug aus dem Weg schaffen. Hallo? Gehört er mir jetzt oder gehört er mir nicht? Wieso kann ich da nicht einsteigen, wenn er mir gehört? Doch. Wo ist denn meine Anzeige geblieben hier für... Moment. Ich habe gar keine Anzeige mehr für die Funktion, sehe ich gerade. Ist alles ziemlich gruselig hier heute. Okay, aber egal. Wir müssen ein bisschen aufräumen. Wir müssen ein bisschen Platz machen für die Gewächshäuser. Ich weiß, das wirkt jetzt alles noch ziemlich chaotisch. Das wirkt nicht nur so, das ist auch so. Aber lasst mich erstmal wieder ein bisschen reinkommen hier, Leute. So, sehr schön. Jetzt bringen wir jetzt alles erstmal hier rüber auf die andere Seite. Weil wir brauchen ein bisschen Platz. Es hilft nichts. So, warum? Ich habe mir irgendwie die Anzeige hier ausgeknipst. Keine Ahnung, was ich da verbockt habe. Oh Leute, komme ich mir jetzt gerade dämlich vor hier? Ich will doch den Bums wieder nur absetzen hier, Freunde. Ich werd den Bims nicht los hier. Na, das ist der Automatik, genau. Oh Gott, kann man sich dämlich vorkommen. Kann ich das hier in den Einstellungen... Ah, jetzt speichert er schon wieder. Okay. Ja, an das Elend erinnere ich mich auch noch, die automatische Speicherung. Okay. Also, jetzt lass mal ganz kurz gucken. Er hat. So, Hilfefenster, Störungsinformationen. Zurück. Ah ja, okay. Das wollte ich. Das wollte ich. Meine Güte. Es tut mir so leid für euch, Freunde. Ihr müsst da durch und mitleiden.
Für mich fühlt sich das nach der langen Zeit echt wie ein erstes Mal wieder an. Ist es auch fast. Deshalb seid ein bisschen nachsichtig mit mir. So, da haben wir das Ganze auch schon mal ein bisschen sortiert. Das ist ja auch nicht schlecht. Sehr schön. So langsam rollt's wieder hier, ne? So, also wir brauchen auf jeden Fall nachher noch einen Wassertank. Aber schön, das Wasser kostenlos vor der Tür. Besser geht's gar nicht. Ah, so müssen wir da hier ran. So. Soll ja auch ein bisschen ordentlich aussehen, ne? So ein bisschen. Jawohl, ja. So, haben wir da den ganzen Bims weg? Ja. Ja, das Gewicht können wir auch noch mitnehmen da vorne. Das koppeln wir mal schnell an. Und den kleinen Bagger da, da muss ich mal gucken, ob wir dafür noch eine Forke kriegen, dass wir den als Gabelstapler nutzen können. Sehr schön, okay. So, setzen wir erstmal kurz zurück. Wunderbar. So. Mehr oder weniger, der erste Teil des Planes läuft relativ gut. Bis auf ein paar technische Probleme. So, hier, das wäre jetzt wirklich eine wunderbare Fläche. Für Gewächshäuser. So, dann schauen wir doch gleich mal rein. Produktion. Wieso geht er da nicht hoch? Hallo? Jetzt. So, Gewächshäuser. Was haben wir denn da? Salat, Erdbeeren, Tomaten. Wir machen jetzt hier keinen großen Cerberus. Muss auch nicht hippie, tippi, super duper teuer sein, das Ganze. Ich glaube, da sollte ich mal freilassen. Das war eine gute Stelle, um mit dem Traktor und dem Tank reinzufahren. Das heißt, ich gehe, glaube ich, besser hier mal auf die Seite. Jetzt warte mal. So, warte mal. Ja, die dürfen nicht so nah beieinander stehen, ich weiß. Man muss ja auch noch mit einem Traktor und oder Gabelstapler dazwischen kommen. Das sehe ich alles ein. Drei Stück sollen hier erstmal reichen. Das finde ich schon mal sehr prickelnd. Das wäre so die Grundausstattung erstmal, die ich mir vorgestellt hätte. Jetzt lass mich mal kurz überlegen. Es sumselt so schön im Hintergrund hier, unsere Bienen. Hört ihr das? Hehe. Finde ich immer schön. Gut, also Sounddesign immer wieder toll. So, jetzt wollte ich aber noch uns ein bisschen extra Geld abschließend noch verschaffen mit ein oder zwei kleinen Wind- oder Sonnenanlagen. Die kleine Anlage hier bringt uns 984 im Monat. Haben wir da noch ein bisschen mehr? Geht da noch mehr? Ja, also diese ganz großen Riesenklopper wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Jetzt warte mal. Das geht eigentlich, ne? Von der Größe. Da macht man sich nicht viel mit kaputt. Und das Geile ist, das können wir jetzt hier irgendwie entlang. Hier haben wir ja ein bisschen Platz. Was? Das gehört nicht mir. Ach so. Shit, das habe ich ganz vergessen. Der Teil hier mit dem See gehört mir nicht. Naja, gut.
Ist jetzt aber nicht schlimm. Dann plöppen wir das hier irgendwo hin, wo es nicht im Weg steht. Ja, guck mal hier, so die Ecke da. Okay. Drei Stück. Drei ist eine gute Zahl. Jetzt. Lass mich kurz überlegen. Wir brauchen jetzt definitiv noch einen Tankwagen, um unsere Gewächshäuser zu bewässern, damit wir da was pflanzen können. Wir brauchen einen Anhänger für die Palettenware. Ich bin jetzt gerade im Überlegen, ob ich nicht doch noch einen kleinen Gabelstapler, der kostet ja nicht so viel, hole, nur für die Verladung. Ach ja, da brauchen wir noch einen Pickup-Anhänger, damit der diese Palettenware eventuell dann auch ausliefert an Supermärkte und so. Okay, bin gerade am Überlegen. Jetzt lass mich mal kurz schauen. Wir gucken jetzt mal nach einem adäquaten ersten, ja, Anhänger. Fahrzeug haben wir ja schon. Aber ich glaube, ich werde das Fahrzeug definitiv austauschen. Ich wollte eigentlich so mittelgroßen haben zum Anfang auch schon. Ja. So, jetzt mal gucken. Wo waren jetzt die Wasseranhänger? Waren die bei Diverses dabei? Nee. Ja, ich muss mich da wirklich wieder so ein bisschen reinfusseln, ne? Wir haben ja hier so viele Rubriken. Tiertransportsilo, Tierhaltung, Ballentransport, Ladewagen. Sind das Lade? Ist der bei den Ladewagen mit drin? Nein? Okay. Jetzt wird's kribbelig. Wo ist der Wasseranhänger mit bei? Anhänger, oder? Ganz einfach Anhänger. Komm schon. Nee. Nö, nix. Überladewagen. Nope. Oder ist es bei den Tieranhängern mit dabei? Das kann ich mir aber jetzt nicht vorstellen. Also ihr werdet das in den ersten Folgen jetzt ab und zu nochmal erleben, dass ich hier auf der Suche bin, ne? Also cool bleiben, Freunde. Güllefässer. Alles Gülle, kein Wasser. Grünlandpflege, Ladewagen. Ich glaube, Ladewagen hatte ich schon geschaut, ne? Ja, okay. Ballenpressen, Ballenwicklerkettensägen, Tiertransport. Tierhaltung? Ist es Tierhaltung? Aquatrans! Ja! So, dann nehmen wir erstmal den kleinen, der soll uns reichen. Sehr schön. Das ist das eine. Und besorgen wir jetzt schon den Gabelstapler, ich glaube, das wäre ein bisschen zu früh. Aber wir brauchen auch noch den anderen Anhänger, nämlich einen ganz einfachen Anhänger für den Pickup. Gibt es hier keinen kleineren Anhänger oder muss ich mir das als Mod besorgen? Das ist nämlich doch alles zu groß. Warte mal, lass mal gucken. Obwohl, der würde gehen. Ballenwagen. Wir nehmen mal den. Warum nicht? Warum nicht? So, jetzt muss ich nur auf die Karte mal gucken, wo der ganze Bims jetzt steht. Wo ist hier unser Händler? Müsste ja irgendwo rot aufleuchten hier das Ganze. Ja, nicht rot, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, jetzt haben wir hier endlich auch Markierungen. Irgendwo müssten wir doch ein paar Punkte haben, wo unsere neuen Anhänger stehen. Ich hoffe, ich stehe nicht zu weit weg vom Händler. Na, wo sind sie?
Ja, wo laufen Sie denn? Beziehungsweise stehen Sie? Oh, hier fahren auch Züge. Sehr cool. Das ist ja auch so eine Sache, mit der muss ich mir auch immer ein bisschen einfummeln wieder. Die Züge fand ich recht cool damals. Oh Gott, es gibt so viel, was ich mir wieder anschauen muss, Freunde. Unglaublich. Was mich jetzt gerade ein bisschen wundert, dass ich hier nichts sehe. Also keine. Na, Bodenbeschaffenheit, Hotspots, Erntemaschinenanhänger. Ich hoffe mal, die Ansicht hilft mir weiter. Was haben wir hier? Ah, hier. So sieht's aus. Jetzt mal gucken. Wo bin ich? Oha, da sind wir ein bisschen unterwegs, glaube ich. Ach, hast du nicht gesehen. So, also ich müsste hier runter vom Gelände, dann rechts, links, rechts, links, hier die ganze Butze hoch. Ach du lieber Himmel. Naja, okay. Es hilft ja nichts, Freunde. Es hilft ja nichts. Machen wir uns auf den Weg. Ich würde sagen, wir holen uns zuerst mal den Wasseranhänger, damit wir auch gleich mit den Gewächshäusern anfangen können. Ja, alles nicht so leicht hier. Wo ist mal gucken, wo ist eigentlich meine Ausfahrt hier? Das ist mir noch nicht so ganz bewusst. Da ist er. So, jetzt sind wir erstmal ein bisschen unterwegs hier. So, unsere erste Tour durch den Ort. Ups, Vögel, was macht ihr da? Suizide Vögel hier auf dem Land. Na toll. So, jetzt muss ich nur ganz kurz gucken, dass ich gleich hier die richtige Abfahrt nehme, dass wir hier auch in die richtige Richtung unterwegs sind. Jetzt warte mal kurz. Eieieiei. So, da sind wir. Jetzt müssen wir hier rechts, dann nochmal rechts und dann den ganzen Bims hoch. Ach du lieber Himmel. Naja, wenigstens kommen wir hier ein bisschen zügiger voran. Schöne lange Zug. Oh, hier geht's aber bergab. Ach du lieber Himmel. Im freien Fall hinunter. Was ich witzig finde, er beschleunigt aber trotzdem nicht. Ich meine, ich finde es okay, ist aber eben halt nicht sehr natürlich, nicht wahr? Was hetzt denn der da hinten so? Kerle, ich kann so nicht arbeiten. So, endlich ist er weg. Hat der einen Stress gemacht. So, wir fahren mal kurz rechts ran. Ich muss mal kurz hier auf die Stadtkarte gucken, auf den Stadtplan. So. Oh, schon wieder wird gespeichert. Siehst du, innere Notiz an mich. Automatische Speicherung deaktivieren. So. Jetzt gerade durch, links und dann wieder die erste, zweite links. Das sollten wir hinkriegen. Ja,
Das Grundstück selber finde ich genial, gerade für meinen Plan, den ich damit habe. Aber ein bisschen weit weg eben halt von dem ganzen anderen. Die ganzen Zulieferungsstellen und Ausrüstungsshops, alles ein bisschen weit weg. Ups, Entschuldigung. Verklickt. Ja, alles ein bisschen weit weg vom Schuss, ne? Das ist... So, ist das unser Händler da hinten rechts? Nee, das müsste weiter links sein hier. Moment. Moment. Wo ist er? Da, oder? Das sieht mir doch sehr stark danach aus. Schau mal. So, mach dir mal die Tür auf, oder... Hallo? Muss ich jetzt echt aussteigen? Hallo? Mach auf das Loch! Kundschaft! Kannst du dir nicht vorstellen. Tor öffnen. Okay. Wollte schon sagen hier. Lassen die Vögel mich nicht rein. Da stehen unsere beiden Kandidaten. Wir müssten gleich nochmal mit dem Pickup los und den kleinen Anhänger abholen. Jetzt aber, damit der Arbeitsprozess, die Produktion in Gang kommt, erstmal das Wasser. Jawohl, ja. Ich bin gerade am Überlegen, genau, ich mache mal das Helfermenü auf. Da lassen wir den Kollegen zurückfahren, dann können wir uns nämlich den Pickup schnappen. Das wäre doch ein Plan, oder? So, Ziel setzen. Macht er schon? Bewegt er sich? Noch sehe ich nichts. Warte mal. Wie war denn das? Ah, Mist. Jetzt habe ich die ganze Auswahl gekillt hier, oder? Nee, er kommt. Er kommt. Er kommt. Sehr schön. Dann. Ah, schön. Dann sind wir doch mal so entgegenkommend. Und holen uns jetzt mit dem Pickup den kleinen Anhänger. Ui, der ist aber sehr quirlig in der Steuerung, sage ich mal. Da musst du ja echt aufpassen. Dann müsste uns der Kollege ja gleich entgegenkommen. So, Gott sei Dank, wir kennen ja jetzt den Weg, ne? Ich weiß, die Helfer kosten Geld, aber jetzt die Strecke ganz zweifach, dreifach fahren, finde ich jetzt, macht keinen Sinn. Na, was röppelt der so? Bin ich da mit einem Reifen auf der Bordsteinkante oder was? Eigentlich müsste uns der Kollege schon entgegenkommen hier, oder? Mit unserem Traktor. Wo ist er denn? Ist der... Der steht da hinten auf dem... Das ist er doch, oder? Jong, 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 ist so schlecht, gutes Personal zu finden. Ne? Ist so schwer mittlerweile. Ja, den müssen wir gleich nochmal einordnen, den Kollegen, glaube ich. Aber eins nach dem anderen. Wir holen uns jetzt erstmal unseren Wasseranhänger.
Man muss ja Prioritäten setzen, nicht wahr? Na, wenigstens hat der Bagalut die Tür aufgelassen hier. Immerhin etwas. So, dann schnöpseln wir uns mal kurz an hier. Gar nicht mal so gut rangiert hier, ne? Alter, jetzt sag nicht, ich kann den nicht an den Pickup ankoppeln. Ach, hör doch auf. Ach, hör doch auf. Okay, warte. Alter, der steht da ja nur richtig doof, ne? Junge, Junge, Junge. So, den bringen wir erstmal hierher. Ach, du ahnst das nicht. So, wieso? So, Helfermenü öffnen, Ziel setzen. Bam. So, ist unterwegs? Ja. Das ärgert mich jetzt mit dem Pickup. Das ärgert mich echt. Weil jetzt muss ich gleich nochmal lostickern hier. Ich meine, das eilt jetzt nicht, weil wir haben jetzt noch keinen Honig oder Obst, aber das hätte es jetzt nicht gebraucht, sage ich mal. Ne? So, dann, ja, hilft ja nichts. Bevor wir jetzt hier doppelt, dreifach, zehnfach fahren, dass ich das lieber durch einen Kollegen fahren, hier das Ganze. Und dann werden wir gleich mal anfangen mit der Bewässerung der Gewächshäuser. Jawohl. So, schauen wir mal, wie der Kollege hier unser Wasser anbringt. Naja, gut, Wasser ist ja noch nicht drin, aber unser Tank. Ja, man kann ja auch mal ein bisschen die Landschaft genießen, ne, wenn wir hier schon unterwegs sind. Was, Helfer E wird durch ein Objekt blockiert? Junge, ich muss da gleich schon wieder hingucken, ne? Das kann doch nicht sein. Ich fand die Idee mit den Helferlein jetzt im 22er gar nicht schlecht. Ich bin mal gespannt, ob und wie sie das eventuell noch ausgebaut haben jetzt im kommenden Teil. Bin ich sehr, sehr gespannt. Öha, öha, da, und der ist leer, Leute, das Ding ist leer. Der, och du lieber Himmel, der buckelt sich da einen ab. Okay. Das Hindernis bei dem Kollegen scheint weg zu sein. Wo willst du hin, Kollege? Fährt der jetzt Querfeld ein? Im Ernst? Na, hoffentlich sieht das der Nachbar nicht. Hoffentlich sieht das der Nachbar nicht. Das kostet doch Geld alles. Wie war das mit dem Personal? Oh Gott. Darfst gar nicht hingucken, ne? Junge, Junge. So, den Helfer können wir entlassen, guten Gewissens. Ja, würde ich sagen, jetzt stehen wir gerade gut, ne? Fahren wir doch mal ganz kurz rein hier in diesen wundervollen See. Und dann kümmern wir uns gleich mal um die Aussaat im Gewächshaus oder den Gewächshäusern in dem Fall. So, einmal auffüllen bitte. Besseren Platz hätten wir für die Gewächshäuser überhaupt nicht finden können. Überhaupt nicht. Okay. Dann bringen wir gleich mal die erste Ladung vorbei. Es ist nicht der stärkste Traktor, ne? Also wie gesagt, ich finde es schön, dass er da ist und kostenlos, aber wir brauchen einen stärkeren, definitiv.
Also muss mal sehen, dass ich hier so nah wie möglich rankomme hier an den BIMS, dass wir das auch abladen und bewässern können hier das Ganze. Okay. So, das war das. Rechte Schultertaste mit Dreieck. Und läuft. Alter, das Ding ist ja noch nicht mal halb voll. 2300 Liter, das ist jetzt, ja, übersichtlich, sag ich mal. Also ich glaube, den Kreis können wir gleich zwei, dreimal drehen. Also ich denke mal, ich werde mindestens zweimal für jedes Gewächshaus fahren, damit die überhaupt jetzt erstmal versorgt sind und wir nicht sofort wieder losfahren müssen. Aber das sind doch 7300 Liter drin. Wieso hat der nur 2300 dann da reingepumpt ins Gewächshaus? Habe ich da irgendwas verpasst? Schon angeeckt hier. Jetzt wollte ich das ganz hochpräzisionsmäßig machen, ne? Natürlich wieder voll daneben gegangen. So. Das war ihm jetzt zu weit weg. Aber jetzt können wir den anderen bewässern, ist egal. Der nimmt tatsächlich nicht die volle Ladung auf. Okay. Naja, gut, soll mir recht sein. Dann können wir den dritten hier auch noch befüllen. Na. Komm. Ach, jetzt ist er leer. Oh. Hä? Was denn? Ein bisschen merkwürdig. Aber egal. Ich hatte sowieso mindestens drei Touren geplant, also alles gut. Ja, ihr merkt, ich muss hier noch so ein bisschen wieder in Schwung kommen, ne? Tut mir ja zwar leid für euch, ne, aber was hilft's? Okay. Schön dicht dran. Sehr schön abladen können. Hä? Wieso? Der hat hier so gut wie gar nichts jetzt gerade aufgenommen. Ihr seht mich jetzt gerade zumindest leicht verwirrt. Mein Gut, wenn ihr genug Wasser habt, soll es mir recht sein, ja? Dann lasse ich den Bims hier stehen und dann kümmern wir uns erstmal. Ist der Wagen jetzt auch schon da, der Pickup? Wo ist er denn? Hallo? Hat er den ins Feld gestellt oder was? Hallo? Naja, suchen wir gleich. Jetzt schauen wir erstmal nach den Gewächshäusern. Das ist jetzt wichtiger, dass wir hier mal in Schwung kommen hier. So, ja, was pflanzen wir denn mal, ne? Salat ist immer ganz gut. Braucht immer so, ja, ein bisschen lang, aber bringt auch gut Geld. Schauen wir mal. Produktionsstätte verwalten. Ah, schon wieder gespeichert hier. So.
Die sind alle gut bewässert jetzt mit 5000 Liter. Sie sind wirklich alle knackevoll. Ja, würde ich doch sagen, wir haben drei Sorten, dann machen wir auch drei. Dann machen wir hier der Salat, der Erdbeeren, der Tomaten. Super, da muss ich noch nicht mal in jedes einzelne Gewächshaus rein. Das ist gut. So, schneller Kontrollblick hier, ob alles hier so hingehauen hat. Erdbeeren, Tomaten und da drüben dürften dann unsere Salate wachsen. Ein Traum in Schleiflack. Sehr schön. Oha! Da ist ja die erste Ladung Honig. Lobet den Herren. Sehr schön. Das muss aber noch mehr werden. Hilft nichts. So, wo ist jetzt die Karre gelandet? Angeblich ist der ja wieder da mit dem Pickup. Wo hat er die denn hingebratzt? Also diesmal habe ich es doch richtig positioniert hier alles. So, ich ahne ja schon wieder Böses, ne? Wir gucken mal auf die Karte, wo die Kiste steckt hier. Junge, Junge, Junge. Hä? Der ist ja immer noch da. Moment, stopp. Wollt ihr mich verkohlen hier? Warte mal. Was macht der da? Wieso fährt der nicht? Ich glaube, das müssen wir selber in die Hand nehmen, Leute. Es hilft nichts. Echt jetzt? Der ist so dämlich, dass er nonstop weiter gegen eine Wand fährt. Obwohl. Der ist hier sowieso völlig falsch. Der hätte doch, Moment, der hätte doch hier über die Brücke rüber müssen. Was macht der da? Das heißt, wir müssen einmal wenden und über die Schleife wieder zurück. Alter, was ist denn das für ein Personal? Oh Gott. Nee. Ich kann so nicht arbeiten. Überhaupt nicht. Leute, ich kann das nicht mehr. Ich bin zu alt für den Scheiß. So, genau. Da links geht es wieder auf die Brücke. Und dann ist das hier alles auf dem richtigen Kurs. Wenn man nicht immer alles selber macht, ne? Junge, Junge. Ah, wie dämlich, weißt du, bröselt über 10 Minuten in eine Wand rein auf eine Straße, wo er gar nicht hingehört. Was ist denn da los, sag mal? So, jetzt muss ich nur gucken, dass wir hier wieder Richtung Hof kommen. Also Luftlinie ist ja 100 Meter von uns links, aber ich fahre mal hier lieber auf der Straße. So, komm vorbei da, Kollege Schmierfuß. Ah, Home Sweet Home, da sind wir doch schon wieder. Nichtsdestotrotz, wir müssen den einen Anhänger noch abholen. Ich meinte aber in Erinnerung zu haben, dass es auch PKW-Anhänger gab. Ich weiß nicht, was damit passiert ist. Keine Ahnung. Aber ja, so ist es nun mal. So, wir brauchen jetzt zwei Dinge noch. Ich weiß nicht, ob ich das Ding hier behalte. Also, ich tendiere eigentlich lieber zu einem Gabelstapler tatsächlich. Hier für den Hof. Den holen wir uns jetzt. Komm. Hilft ja nichts. So. So, Gabelstapler. Da ist er. Wir nehmen mal die Mitte hier. 55.000 reicht ja auch hier, ne? So. Ja.
Ich muss mich nur mal kurz daran erinnern, wie ich den ganzen Bums wieder verkaufe im Fall des Falles. Oh ja, damit jetzt über die Straßen fahren wird bestimmt ein Spaß. Wie steuere ich nochmal hier diesen ganzen... Okay. Habe ich auch lang nicht mehr gemacht. Okay, das soll ich auf jeden Fall hochnehmen. Kann ich mit dem wenigstens den Anhänger hier wegziehen? Wäre doch lustig. Tatsächlich? Echt jetzt? Ohne Scheiß? Das geht? Leute, das wird jetzt lustig. Das wird jetzt lustig. Mit einem Gabelstapler durch die Walachei. Das machen wir jetzt auch selber, Leute. So, so sehen wir jetzt nicht viel. Ich werde mal hier die Ansicht ein bisschen wechseln. Ohne Scheiß jetzt. Ja, das wird jetzt eine sehr gemütliche Fahrt, ne? Also da könnt ihr euch jetzt schon mal drauf einstellen. Ha! Leute! Kannst du dir nicht ausdenken. Die nächsten Beiträge verschieben sich voraussichtlich auf unbestimmte Zeit. Wir bitten um Ihr Verständnis. Ha! Ich bin auch viel zu weit weg vom Schuss, ne? Aber das Gelände war zu verlockend. Wie gesagt, für die Sache selbst, was ich vorhab, ist es ideal. Aber hier so, jetzt von der Distanz zu den Läden, Shops und Abnehmern, ja, hätte ich besser machen können. Aber hätte Fahrradkette. Ich werde jetzt hier unseren Stapler gemütlich nach Hause bringen. Und ich denke, in der nächsten Folge können wir schon den ersten Honig und das erste Gemüse ernten. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Follow da. Die Glocke, Leute, nicht vergessen. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Metal, Leute. Abonniert alle Peru Plays von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschü, tschü.